Greffno, Woche 4. Also. Oh, König Thales. Auch nicht schlecht, gell? Da merkst du mal hier die Reihenfolge. Und hinten ist der Lehnsherr, Etten. Der König muss sich anstellen, das ist geil. Und der hat so eine große Armee, während du hier in der Reihe stehen musst, an Nummer 2. Was bist denn du für ein König, ey? Ah! So, Fenster, Audrey. Erstmal um den General kümmern. Ja. Ich habe den Sohn des Bauern gefunden, General zurückgekehrt. Jetzt muss doch die Happiness steigen, oder? Er war in den nahegelegenen Wald verloren und suchte nach zu Hause. Er war geschwächt und durstig, sollte aber bald wieder zu Kräften kommen. Eintrag abgeschlossen. Kostet er mich jedes Mal 9 Gold? So, jetzt habe ich diesem Bauern geholfen. Und was ist? Bedankt er sich? Kommt er vorbei? Kommt mit seiner Tochter hier Recht der ersten Nacht oder sowas an? Nö. Hallo König, na? Wie sieht's bei dir so aus? Durch diese Fenster kann kaum Licht gelangen. Taube verfügbar. Ey, König. Warte mal. Der kommt an und beleidigt mich erstmal. Oh, das ist aber dunkel hier. Mein Thronsaal ist viel besser als deiner. Diese Hallen sollten leuchten, Erik. Okay. Wer bist du? Vater, Vater! Fiona. Schau, was sie getan hat! Asadi hat Kacke unter mein Kissen gelegt! Wie kann ich das jemals abwaschen? Ja, geil, ne? Du hast hier ein Treffen mit einem anderen König, Tochter kommt rein. Oh, ich habe mich auf ein Kackekissen gesetzt. Ist nicht wahr, oder? Mhm. Warum hast du ihr gesagt, dass ich sie verraten habe? Nicht jetzt, nicht jetzt. Kann ich meine Töchter in Zahlung geben? Ja. Hier, König. Nee, obwohl, warte mal. Wenn die jetzt ums Eck gekommen ist und sagt, hast du nicht einen Prinzen, hast du nicht einen Sohn, günstig abzugeben. Muss vorher noch mal gewaschen und abgeschrubbt werden, aber... Nicht jetzt, oder kannst du nicht sehen, dass wir einen Gast haben? Ich habe Asalia nichts erzählt. Geh zurück in deine Kammer, jetzt. Hier sind immer Leute. Ich werde mich später drum kümmern. Aber Uka! Wenn sie ihre Kinder nicht einmal kontrollieren können, bin ich überrascht, dass sie noch dort sitzen, wo sie es tun. Danke, Tochter. Danke. Oh Gott, das war... Und dass ich immer noch stehe, wo ich bin. Ich habe viel zu tun in letzter Zeit. Anstrengend. Diablo Forever, moin moin. Ja, absolutes Thronsaalverbot, aber hier, ja. Ich frag mich, ob sie mich hier wie einen Bürgerlichen stehen lassen wollen. Oh. Ja, natürlich reden wir im Ratsraum. Dann geh doch gleich dahin, ey. Geh schon mal vor. Den anderen, ja. Oh, du hast aber viele Bücher. Ja, ich bin ein gebildeter Mensch, du nicht, ne? Hahaha. Was kann so wichtig sein, dass sie mir nicht einfach eine Brieftraube schicken können? Du, dumme Geschichte. 13 Jahre, Tochter, Versprechen, kommt über die Berge. Blöde Sache. Ich werde es einfach machen. Ich brauche eine Armee. Radovia hat mich und meine Familie bedroht. Ach, Radovia, hier. Ja. Es sind einfache Männer, ungeschult. Ich sag dir, ich werde dir 3000 Soldaten geben. Meine Armee kann mit allem fertig werden, was ihr in den Weg wirft. Geil, 3000 Männer, cool. Warte mal, wir haben 100 und der gibt mir 3000 Soldaten? Scheiße, wie gut, dass der nicht weiß, dass man mich einfach so einkassieren kann. Was, genau so? Nee, natürlich nicht, du musst wissen, mein Sohn Ivo hat gemeint und mich darum gebeten, ihm eine Prinzessin zu finden. Du, ich hab da eine Tochter, günstig abzugeben, für 3000 Soldaten. Da leg ich sogar noch ein Bärenfell drauf, du. Ja. Er stört mich immer, er wird an der Zeit, dass er erwachsen wird. Eine Frau würde ihn beschäftigen. Wohl wahr. Ja. Lucilia wäre gut genug für ihn. Das war... Ja, das war die Teenage-Tochter. Jo, klar. Zum hier heiraten oder zum mitnehmen. Kein Problem, pack ich ein. Mit dem Schubkarren. Ja. Für 3000 Soldaten nehme ich alles. Sie können ihm ein oder zwei Dinge beibringen.
Zugang zu der schönen Sammlung von Büchern plus alles andere, was sie finden können. Sie suchen immer noch Heilmittel für ihre Frau. Ihr Zustand hat sich nicht verbessert. Oh, okay. Nun, das geht dich nichts an. Sie bekommen eine Armee, ich bekomme Lucilia und Zugang zu diesen Büchern. Ja. Also, eine Armee für eine Ehe im Gegenzug. Ja, natürlich. Fein. Zu meinen Bedingungen? Nee, komm mal hier. Also, da wird jetzt nicht nachverhandelt. Wer weiß, wie der reagiert. Herr Steiner, guten Morgen. Fein. Gut. Geil, ich bin die nervende Tochter los und krieg 3000 Soldaten. Cool. Kann ich die anderen beiden Töchter auch schon mal in Zahlung geben? Die sind zwar noch nicht so alt oder noch, weiß ich nicht, ob die bereit sind, aber... Nein. Plus 3000! Yo, ich werde sofort eine Armee schicken und ich möchte sofort Zugang zu den Archiven. Die Ehe kann später organisiert werden. Genau, erst schlachten, dann poppen. Cool, 3000? Geil. Da kann dieser radovianische Bauernlümmel ja kommen hier. Man muss auch mal Glück haben im Leben. Genau, Patty, moin. Cool. Ja, das ist so ein Yes, Your Grace. Letzte Woche rausgekommen. Und mal was anderes. Bis jetzt ist es toll. Lassen Sie mich da Bücher... okay. Gut, du kannst mich im Thronsaal finden. Mal sehen, was haben wir hier. Großartig. Du hast einen neuen Verbündeten gefunden. Du kannst jetzt mehr Verbündete gewinnen, indem du andere Lehnsherren in den Verbündeten-Panel einlädst. Ah. Wieso einladen? Ich habe 3000 Soldaten. Wie wär's mit aggressiver aggressivem Marketing? Plündern, rauben, brandschatzen. Cool. Kann ich nochmal mit dir reden? Oh, Gottes Willen. Wie geht's deiner Frau? Okay. Was ist los in Atana? Warum kämpft Heckland her? Wenn ich hier alles vorlese. Wie geht's Ivo? Das war der Sohn, die Hochzeit. Der hat aber auch ein bisschen Auswurf hier, gell, glaube ich. Das Röcheln, das klang nicht gesund. Captain Auswurf, Captain Auswurf, er kommt vom Weiten übers Meer und bringt uns euren Auswurf her. Ivo hat königliches Blut, lalalala. Okay. Hast du was gefunden? Alles Nutzer. Okay, gut. Wollte ich nur mal die Gesprächsoption durchgehen. Verbündete war das, ne? Wenn Lehnsherr Neuigkeiten haben, erscheint neben ihrem Namen ein grünes Symbol wie dieses neben Madame Adder. Okay, 3000 Soldaten. Der ist schon da, König. Ach so. Und dann laden. Was ist, wenn ich hier nochmal drauf drücke? Warte mal. Tauben 11 von 1. 11, 1. Einladen. Einladen. Okay. Brieftaube raus. Einladung versendet. Dauert hier etwas länger. Verbündete. Okay. Cool. Archiv. Können wir alles nachlesen. Family. Gut. Ach so. Moment. Jetzt können wir den natürlich unsere Tochter nicht dem anderen anbieten. Göttliche Intervention. Den König wieder freizulassen, das hatten wir auch. Armut im Dorf. Fieber im Dorf. Gut. Und dann war im Thronsaal noch ein Bittsteller. Da schauen wir mal nach. Was ich lustig finde, Steiner, du hast ungefähr dieselbe Reihe aufgemacht wie... Oh Gottes Willen. Also, Schlafgemach. Um Gottes Willen. Unsere Frau wird uns wahrscheinlich... Ah, wie konntest du nur? Unsere Tochter. Ach ja, Thronsaal. Ich bin König. Erst auf den Thron setzen. Lehnsherr Etten. Wir haben dir Geld gegeben für... das Lösegeld deines Sohns oder sowas. Euer Gnade. Ah, Tochter war das. Meine Tochter ist zurück. Cool. Gib sie mal. Ich mach ihn Tochtern.
Ja, kenne ich mich aus. 3000 Soldaten, sehr schön. Good day. Ich habe den Schlägern das Lösegeld Good gezahlt. day. Ich war nervös, wie nie in meinem Leben, aber überraschenderweise So. alles reibungslos verlaufen. So tell. Ich denke nicht mehr, dass ein Problem sein wird. So he. Also, Dankeschön, hab tatsächlich etwas Gold zusammengekratzt. So. Nimm das. Oh, guck mal hier. Plus 14, plus 2, Eintrag abgeschlossen. Wuhu! Sehr geil. Also, das nenne ich mal Return of Investment. Sehr schön. Ja, geil. Nimm das, Your Grace. Genau. Es war so, shut up and take my money. Finde ich gut. Mag ich. Sehr schön. Schwert, Schild. Cool. Das ist aber eine einmalige Sache. Was helfen? Schlachtvorbereitung. Ist unsere Armee bereit? Mal fragen. Ja. Wir müssen uns nur auf das Königreich Hochzeit vorbereiten. Das hört sich zu einfach an. Da ich traue dem Braten noch nicht. Okay, das war's fürs Erste. Ich traue dem Braten hier nicht. Ah, ich muss da immer auf den Thron klicken. Ich traue dem Braten nicht. Schlafgemach, Schlossmauer. Boah. Holen wir uns erst die Keu. Also, oh, die Frau wird sauer sein. Hallo Schatz, ich bin's. Herr und Meister ist wieder da. Hallo, Kuckuck. Schätzchen. Ja. Wo ist sie? Wir haben sogar falsch geschrieben jetzt. Ja? Wie geht's dir? Oh, ich sehe dich später. Oh ja. Lucilia heiratet. Ebakun. Was? Nein, hat Baron uns gefunden? Wir können es nicht. Ah! Uibai. Nein, nein, nein. Ivo, den Prinzen von Atana, wird sie heiraten. Uibai. Ich habe einen Vertrag, alles wunderbar. Passt so. Und wir kriegen eine geile Armee dafür und jetzt. Kowale. Nein, wir können nicht zulassen, dass du einen Barbaren heiratest. Was? Erik, du hast gesagt, du würdest einen Weg finden. Ja, sie heiratet doch Ivo. Kowale. Warte, Ivo, das ist gut. Und dann hör doch zu, Mädchen. Inoha. Das ist großartig. Oh, du bist der Beste. Komm her. Kamabu. Ivo ist schließlich ein Prinz. Und wenn Lucina mit Ivo verheiratet ist, kann Baibe nichts tun. Haha, alles wird gut. Ha. Aha. Das ist eine wunderbare Nachricht, Erik. Wunderbar, ja. Wer wird die Hochzeit vorbereiten? Oh, und ich muss unbedingt noch die Einladungskarten oder das Gesteck machen. Menüs, Gäste. Ah, wir müssen den Thronsaal dekorieren. Haha. Ivana. Ja. Natürlich, klar. Wir müssen Blumen und Dekoration kaufen. Ja, und wir brauchen noch eine Band. Lass sie. Wieso du? Lass sie das doch machen. Die geht da voll ab. Ah. Ivo ist proven, genau, ja. Voice-Ergänzung. Okay. Was? Ah. So eine Stimme bei WoWs? Nee. Vor allem das Schlimme ist, wenn ich so mit Petra rede, dann sagt sie immer, ich rede gar nicht so. Immer so, ah ja, Schatz, alles gut. Ich werde mich drum kümmern. Wir werden, oh Gottes Willen, Scheiße. Der Vater der Braut richtet die Hochzeit aus. Scheiße. Scheiße. Mist. Es wird eine kleine Hochzeit. Im kleinen familiären Rahmen. Das ist jetzt in, das ist schick. Dieser Prunk, das ist gar nicht gut. Nein, in intimen Rahmen. Ja. Ist wahrscheinlich doch besser, wenn ich das mache, weil sie wird wahrscheinlich dann, das wird das Budget aber sprengen. Ikana. Ja. Weiß Justilia ist schon? Ja. Jawohl. Nö, ich bin direkt zu dir gekommen. Genau, dass sich erstmal die Eltern einig sind. Ja. Alakabun. Haha. Ist ein wenig aufgebraucht die letzten Tagen. Vielleicht ist es besser, wenn ich es hier sage. Bitte, bitte, ja. Balikula. Ach, nee, warte, nein. Ah, du sprichst mit ihr. Ich werde dann die Vorbereitung machen. Ah, Blumen, Band, Gedeck. Ja. Eintrag aktualisiert. Wie geht's dir? Ubaldina. Mir geht's gut. Ich konnte heute Nacht tatsächlich schlafen. Ibolsta. Nein, warte, alles liegt an mir. Wo soll ich essen? Wo bekomme ich ein Kleid her? Jo. Olaka. Ja, okay. Wir sehen uns später, Schatz. Ich denke, alles wird gut gehen. Das glaube ich nicht. Ja. Labate Baro. Anna.
Die wird hier bleiben. Gut, okay. Scheiße, wir müssen die Hochzeit ausrichten. So ein Ärger. Gut, Schlossmauer. Wieso heißt der allgemein? Unser General heißt allgemein. Das weiß ich auch nicht. Das ist ein allgemeiner Name. Euer Gnaden! Das ist alles! Ich werde mich auf den Weg machen. Wir haben immer noch den Barbaren im Gefängnis, ne? So, jetzt noch Lippenstift und Perücke. Das ist unsere... Oh, Lucilia. Ey, Lucilia! Lustige Geschichte. Ah, du bist es. Ja. Ach, du, ich, du. Kleinigkeit, wir haben keine Wahl. Du musst Ivo, den Prinzen von Athana, heiraten. GZ, Glückwunsch. Ja, es ist... Tut dir nicht leid. Nee, ist ein ganz junger... bekomme ich hier kein Mitspracherecht? Nein, wir brauchen die Ehe, Armee, weißt du. Das ist ganz, ganz großes Business hier. Verstehst du nicht, Tochter? Ja. Ein Krieg kommt und so. Und ich werde geopfert. Haben wir auch noch andere Optionen in Betracht gezogen? Haben wir. Ja, natürlich. Ja. Habe ich überhaupt versucht, andere Tochter anzubieten? Naja, also. Ah. An den Meistbietenden verkaufen. Das stimmt gar nicht. Ich habe dich nicht an den Meistbietenden verkauft. Ich habe gleich das erste Angebot angenommen. Ich wünschte, ich wäre ein gewöhnliches Mädchen, würde in einem Dorf leben. Schlucht, schlucht, ja. Und den heiraten, den ich liebe. Keinen Snob, den ich noch nie getroffen habe. Das ist ein ganz hübscher, glaub mir. Komm, dumme Hochzeit, dummer Prinz, du bist auch dumm. Ja, und rennt sogar weg. Eintrag aktualisiert. Lass die Streichel nicht vergessen. Miau. Schön. Ich mag die Musik. Schön. Ach ja. Gut. Ich brauche noch... Ja, genau. Ich brauche noch mehr Töchter. Ja. Ich brauche noch mehr Töchter. Hätten wir uns mal früher um Nachschub gekümmert, du. Kann ich hier auch weg? Ja. Okay. Ich will noch mal kurz im Verlies. Die werden auch nicht fertig. Ich will... Ja, ja, ja. Alles für jetzt. Genug der Spiele. Wenn ich das mache, wird er dann hingerichtet? Wir lassen den mal drinne. Also, den haben wir auch noch. Gut, das heißt, wir haben, soweit ich das sehe, alles gemacht. Dann Archiv. Aurelia. Das ist unsere Frau. Verloren geglaubter Sohn. Der General hat den Sohn gefunden. Wow. Lucilia war die Tochter. Das ist unser bestes Investment. Aber interessant ist, hier ist es alles eigentlich richtig und ordentlich übersetzt. Oder soweit ich das sehe. Lösegeld. Das war gut. Die, oh Gottes Willen. Menschenbräuche. Das finde ich... Cool, du kannst hier dann also alles nachlesen. Die Hochzeit. Ivo. Na, da wissen wir noch nichts drüber. Abgeschlossen. Okay. Wow, verheiratet und drei Töchter. Puh. Und ein Königreich am... Verbündete Option. Na dann. Später in dieser Nacht. Oh, okay. Oh! Ah, zu dieser gottlosen Stunde sollte wohl etwas Wichtiges sein. Hallo? Ich habe gerade mit meiner Königin gespielt. Wer stört? Gnade, atomische Streitkräfte werden in der Nähe entdeckt. Wir sollten unsere Männer schicken, um sie aufzuspüren. Ah, Erik, wir müssen was tun. Beruhig dich, sende einen General, um dies zu überprüfen. Stan losschicken. Stan and Lowell. Na gut. Wir müssen sehen, was sie vorhaben. General, eine Woche weg. Gut, dass wir den noch hatten. Ah, okay. Warte mal. Blumen kaufen. Blumenschmuck für die Hochzeit. Stoffe kaufen. Stoffdekoration. Eine Band mieten.
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Oh ja. Genau, Nachwuchs, genau. Wieder Töchter produzieren. Die Produktion muss angeworfen werden, natürlich. So, warte mal. Interessant ist, Bank, genau, wird hier automatisch abgesetzt. Das dauert immer ein bisschen, glaube ich, ne? Das wird jetzt aber. Ich stehe mal. Zeit bis zur Hochzeit, 4 Wochen. Ach du Scheiße. Okay. Also, das kostet mich dann 25 Gold und 15 Vorräte. Kann ich auch noch am Schluss kaufen. Warte mal, schreibe ich mal. Mal gucken. Hochzeit? Ich wünsche mir einen Enkel. So, Gold? 25, warte mal. Oder ist das noch mehr hier? Eine Band. Die Gäste müssen etwas zum Tanzen haben. Naja, Gold. 25. Und Vorrat 15. Das heißt, das sollte ich immer auf Tasche haben. Und da muss ich dran denken: Bank, Goldeinzug, Marktstände, Stan, General, der ist losgegangen. Die Frage ist: Kostet der immer 9 oder nur, wenn ich ihn losschicke? Ich glaube, der kostet immer 9. Der ist aber teuer. Steuern 11, Einnahmen. Cool. Cool. Marktstände 2. Vielleicht kommt ja jemand vorbei und bringt Blumen mit. Zeit bis zur Hochzeit. Speichern und fortfahren. Läuft, oder? Wir haben alles im Griff. Bestes Königreich ever hier.